Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Nein, ich bin nicht die Jungfrau Maria, wenn es auch so aussieht. Ich habe mir nur die Haare gewaschen und die trocknen gerade, aber ich konnte nicht so lange warten. Ich muss euch unbedingt etwas sagen. Das hat zu tun damit, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht die Jungfrau Maria. Die Jungfrau Maria ist die Materie, Mula Prakriti, die Urmaterie. Der Geist oder die Wesenheit stürzt sich in die Materie und gibt sich mit den Formen. Das ist Buch des Lichtslehre. Und das ist die wahre Bedeutung, eine von der wahren Bedeutungen der Jungfrau Maria. Jetzt könnte man sagen, ja, dann bist du doch die Jungfrau Maria. Du sprichst doch gerade hier mit der Materie. Nein, bin ich nicht. Ich benutze die Jungfrau Maria, um zu euch zu sprechen. Die Bibel, wenn ihr lest die wahre Bedeutung der Bibel, mein Buch, dann werdet ihr verstehen. Die Bibel ist ein hochwissenschaftliches Buch, wenn man sie richtig versteht. Wenn man ihre Symbolik entfernt, das gilt für alle Religionen. Wenn du die Symbolik entfernst, die scheinbar unterschiedlich ist und zu den Religionskriegen führte, dann wirst du sehen, die lehren alle das Gleiche. Und darum ist das Buch des Lichts ja auch eine vereinende Schrift, indem es sagt, die haben alle recht. Drei Dinge gibt es. Alle Wesenheiten, die Urmaterie, und den Urgrund. Und periodisch verlassen die Wesenheiten den Urgrund und stürzen sich in die Urmaterie. Getrieben vom Durst nach dem Leben, welches immer mit dem Tod endet, ob hier auf Erden oder im Himmel oder in der Hölle, egal. Über alles Vergänglichkeit und ich will das mal erklären. Die Jungfrau Maria, was damit gemeint ist, ist auch das eine Element, das wir in den Periodentafeln sehen, in so viele unterteilt, da gibt es Erklärungen dafür, das Buch des Lichts. Ist an sich eine jungfräuliche, unerschaffene, zeitlos ewige Struktur, Sache. Und wenn die Wesenheiten den Urgrund verlassen, was laut Buch des Lichts alle 311 Billionen 40 Milliarden Jahre geschieht nach einer ebenso langen Ruhezeit, dann berühren sie diese Urmaterie. Vergleichbar mit immer wieder, Wiederholung ist der beste Lehrmeister. Mit einer stillen Oberfläche des Wassers, ein See. Kein Wellchen kräuselt die Struktur, sie ist jungfräulich. Still. Jetzt komme ich und werfe ein Steinchen rein. Bup, bup, kommt eine Welle. Bleibt die oben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So ist es mit der ganzen Welt, sie entsteht und vergeht. Aber die Grundlage dieser Formen, die Urmaterie, die Jungfrau Maria, verbleibt immer. Sie verändert nur die Form, beziehungsweise sie nimmt, die zieht die Formen wieder zurück in gleichmäßige Struktur. Und in der Weise, in der du dich identifizierst mit den vergänglichen Formen, in der Weise leidest du. Mutter Jungfrau Maria ist auch deine Befreierin. Gewissermaßen. Denn sie stößt dich ja immer wieder zurück, da wo du herkommst. Getrieben von weiterem Durst stößt du dich wieder in die Jungfrau Maria. Du befruchtest sie. Da haben wir die wahre Bedeutung der Befruchtung, wie oben so unten. Die Monade, die Wesenheit, sagen wir, befruchtet die Materie. Und entlang der präexistenten Matrix entwickeln sich die Formen entsprechend dem Verlangenszustand der Wesenheiten. Sei es hier auf dem Mond, auf Venus, in einem Paralleluniversum, ist egal. Und wenn es Menschen gibt, wenn es Planeten gibt, Menschen, die 12 Köpfe haben oder 13 oder 1 oder 4, ist völlig egal. Es gilt für alle das gleiche Gesetz. Was nicht steht, muss vergehen. Ja? Die Jungfrau Maria erkämpft sich immer wieder ihre Jungfräulichkeit. So wie die Oberfläche des Sees immer wieder ruhig wird oder tendiert zur Ausgeglichenheit, zur Ruhe.
die Loslösung von der Anhaftung an allem Wellenartigen, an jeglicher Form, die entsteht und vergeht, die bringt den wirklichen ewigen Frieden, den der Pfarrer am Grab wünscht, den Bestand. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Love, I am the sun.